Und da sind wir wieder. Willkommen zurück, Final Fantasy 8. Wir sind auf dem Weg zum Galbadia Garden. Der Zug über Garden Ost fährt nach Dollet. Es ist der letzte Zug. Steigen Sie bitte schnell ein. Den letzten Zug nach Dollet einsteigen. Los geht's. Nochmal zur Sicherheit. In Garden Ost aussteigen, dann durch den Wald im Westen. Dann kommen wir auch bestimmt in Galbadia Garden an, richtig? Perfekt. Ein Glück, dass unser Chef ein gutes Gedächtnis hat. Na denn, Abmarsch. Ah, seht ihr, die Brücke wird hochgefahren. Haha. Ich sagte doch, die ist zu klein. Der Zug von Timber nach Garden Ost fährt in Kürze ab. Das war aber sehr in Kürze. Wird schon. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Werden. Aufmachen! Aufmachen! Ich sag am besten nichts. Okay. Die Tür wird entriegelt. Hey, bis später. Das, was ist das, was mir da gepostet? Das ist doch... Achso, Item Guide. Ah, okay. Okay, das ist gut. Damit kann ich dann vielleicht auch mal ein paar Waffen und so weiter farmen. Okay. Na super. Wir bleiben da. Bleiben wir einfach hier. Wir sind bald da. Bleiben wir einfach hier. Was mit dir? Du wolltest doch was sagen. Naja, ich war wohl nichts Wichtiges. Nun, war bestimmt nichts Wichtiges. Naja, war wohl nichts Wichtiges. Irgendwie hat es ja geklappt. Das haben wir Ton zu verdanken. Wir müssen uns unbedingt irgendwann unbedingt bedanken. Ton mag unanständige Magazine. Ich werde es, das werde ich mir merken. Moment, das ist eine Info. Muss man die weitergeben, diese Information? Na gut, gehen wir mal Selfie hinterher. Na komm. Ich liebe Züge. Zug fahren, Zug fahren. Nimm uns mit in die Ferne. Okay. Nimm uns mit in die Zukunft. Nimm uns mit in den Kampf. Whatever. Hier im Zug ist ein Magazin, sagt er. Die Frage ist, wo? Irgendwie wollte gerade eben die Tür nicht aufgehen. Also muss ich da vielleicht... Nee, da passiert einfach nichts. Reden wir nochmal mit denen. Keine Zeit zum Verschnaufen. Was ist? Ist da irgendwas? Seinen Zustand beobachten, das klingt gut. Nanu? Zug fahren! Yay! Yeah. Also irgendwie gab es da nichts weiter. Also Garden Ost aussteigen war schon mal richtig. Tschüss Zug! Jetzt ist die Frage... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss es hier ja... irgendwie was geben. Wie war das? Der Wald im Westen, ne? Moment. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Sag ich doch. Der Wald im Westen. Das heißt, wir müssen hier rüber. Ah.
Okay, verstanden. Hier rüber. Dann hier durch. Ach, und da hinten ist ja auch schon der Garten. Sehr gut. Der Galbadia-Garten müsste gleich kommen. Ich will es ja nicht direkt sagen. Aber vielleicht stehen wir schon auf der schwarzen Liste. Wir könnten verhaftet werden und in die Nachrichten kommen. Ist doch völlig egal. Kommt schon. Ich möchte wissen, was mit dem Ballamp Garden passiert ist. Ich bin an allem schuld. Schließlich habe ich verraten, dass wir vom Garden sind. Glaubst du, dass der Präsident Vergeltung übt? Vielleicht. Also doch. Aber im Ballamp Garden sind ja noch viele Seeds. Ach, echt jetzt? Sie werden bestimmt nicht gegen die Galbadianer verlieren. Hängt von der Truppenstärke der Galbadianer ab. Das stimmt schon, aber... Ein toller Anführer bist du. Immer cool und besonnen. Macht es Spaß, deinen eigenen Leuten so niederzumachen? Und nicht schon wieder. Ich selber will von dir aufgemuntert werden. Das glaube ich auch. Alles okay oder keine Sorge. Das wären die Worte, die Cell hören will. Und was soll das bringen? Was mache ich denn falsch? Cypher würde genauso handeln. Durch solche Worte kann man wieder Mut schöpfen. Man sollte sich niemals auf die Worte anderer verlassen. Du willst wohl nicht begreifen, was? Halt endlich die Klappe. Hey, Squall! Was zum... Das Gefühl. Ugh. Boah, ich... Was ist los? Sie sind bestimmt wieder drüben. Kyros, sind wir hier richtig? Ganz bestimmt, ganz richtig. Ich will nicht das letzte Mal die falsche Gegend auskundschaften. Sorry, wir sind hier falsch. Wir müssen woanders hin. Nein, wir sind genau richtig. Komm jetzt, Laguna. Hä? Das war die falsche Landkarte. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, ich irre mich. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Da ist was faul. Kein Bauch ohne Flammen. Wie in Zentra-Sprichwort sagt. Du meinst doch Rauch, oder? Das war beinahe richtig. Klappe. Schnell die Ausrüstung nachchecken. Und Abmarsch. Okay, dann sind wir wieder beim Koppeln. Toll. Wenn du das nächste Mal sagst, dass da irgendwo eine GF, dass da irgendwas rumliegt. Ich habe mich nur an die Anweisung gehalten. Die haben gesagt, Garden Ost aussteigen und dann soll ich, und dann ist es okay. Dass ich dann noch weiterfahren kann, um dann irgendwas zu holen. Woher soll ich das wissen? Das weiß ich nicht. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Alles klar. Dann wollen wir mal hier entlang laufen, wo auch immer das ist. Oh, ein Drop-Punkt. Schlaf gefunden. Ich glaube, Laguna sollte das nehmen.
Ich finde das so bescheuert, wie die laufen. Irgendwie ist es hier eigenartig. Was ist das für ein Fels? Der ist doch nicht natürlich. Soll das ein Grabstein sein? Aber warum soll ich die Komplettlösung dazu lesen? Dann spoilere ich mich ja. Und dann brauche ich ja euch nicht mehr. Keine Ahnung. Zum Thema eigenartig. Warum läufst du denn so eigenartig? Was soll das denn heißen? Vorsichtig heranpirschen ist... Ein Esther-Soldat. Die tragen ja echt immer coole Uniformen. Laguna. Immer mit der Ruhe. Ich meckere ja gar nicht. Ich will nur sagen, ich habe das letzte Mal das Spiel vor 20 Jahren gespielt und ich habe damals so gut wie nichts von diesem Spiel mitgenommen. Einfach deswegen, weil so viele Sachen ohne dem Lösungsbuch so dermaßen uneinsichtig waren. Oder, ja doch, das war schon ganz gut uneinsichtig. Und dementsprechend, ja, versuche ich halt eben so diesen, ich schaue ja schon nach links und rechts, aber solche random Dinger wie, ich muss im Zug sitzen bleiben, obwohl das nicht der richtige Weg ist, ist mir halt eben suspekt, sowas, keine Ahnung, das ist für mich so aus der Luft gegriffen, das ist nichts, wo ich normalerweise dran vorbeikommen würde. Vielleicht spiele ich auch einfach falsch. Ich weiß es nicht. Alles klar. Der Auftrag lautet doch Aufklärung, oder? Warum passiert dann sowas? Frag mich doch nicht. Ich weiß es auch nicht. So. Können wir hier irgendwas Neues ziehen? Nö. Dann greifen wir einfach ganz normal an. Und gucken, was dann dabei rauskommt. Angreifen reicht hier anscheinend. Nehmen wir noch ein bisschen Kaffee trinken dazu. Und yay! Vor allem finde ich es wichtig, genau, dass Diablos nämlich viel bekommt. Da kommen noch mehr. Das nimmt so kein Ende. Der Klügere gibt nach. Nichts wie weg hier. Diese Musik, die erinnert mich so ein bisschen an... an den Wald in Final Fantasy VII. Genau, ich wollte hier gerade eigentlich noch irgendwas... Genau, ich wollte mir die Guardian Forces mal angucken. Weil... 20. Na, das heißt also, Diablos wird auch nicht mehr als 20 haben. Das heißt, erst gerade mal 10% davon. Nicht gut. Aber okay. Wie heißt es so schön? Nicht schön, aber selten. Wir laufen hier erstmal geradeaus weiter, um zu gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier der richtige Weg war. Dann gehe ich jetzt mal den nicht richtigen Weg. Aha. Leiter, Jungs, eine Leiter, sie führt nach unten. Okay, gucken wir mal.
Und das war jetzt wiederum der richtige Weg. Achso, nee. Doch, das war der richtige Weg. Aber oben war doch auch irgendwas. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ah, oh. Was ist? Mein Bein. Ah? Puh, jetzt geht's wieder. Sport ist Mord, man sollte sich nicht überanstrengen. Die Kämpfe vorhin waren wohl überhaupt nicht anstrengend, was? Hä? Hat wer was gesagt? Nichts. Hey. Wundervolle Gegner. Ich versuch's einfach. Ah, ich hätte vielleicht doch nochmal gucken sollen, ob wir nicht aus dem nochmal irgendwas ziehen könnten. Aber das ist ja zu spät, der liegt schon am Boden. Moin. Okay, das ist blöd. Vielleicht nehme ich mir nochmal die Zeit und werde einfach ein bisschen grinden. Also grinden. Für. Ah, nee, das war echt der richtige Weg. Oh, da liegt was auf dem Boden. Das nehmen wir mit. Was auch immer das ist. Alten Schlüssel. Irgendwie zieht's hier. Ha? Meine hintere Hosentasche hat hier ein Loch. Nanu? Ich finde ihn nicht mehr. Naja, er war bestimmt nicht wichtig. Oh. Das ist jetzt blöd. Da oben geht's irgendwie lang. Hier unten geht's auch irgendwie lang. Ah. Ein richtiger Irrgarten hier. Ich frag mich, was das ist hier. Na komm. Ziehen wir mal ein bisschen. Na, vor allem die Sachen, die gekoppelt sind, sollten wir häufiger ziehen. Aber ich glaube, dadurch kriegen wir noch mal ein bisschen Boost rein. Sehr schön. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so abhängig von diesen Laguna-Sequenzen tatsächlich. Nichts. Na gut. Ich will zu gerne wissen, was dort oben ist. So, erstmal eine Draw-Runde. Blitz hatten wir schon. Machen wir nochmal Vita. Aber ich glaube, auf die Art und Weise sind wir ganz gut unterwegs. So, und jetzt können wir nochmal angreifen. Ist, die geben halt eben auch noch nebenbei ein paar Potions. Das finde ich perfekt. Und jetzt ist da oben nichts. Doch, hier ist irgendwas. Gucken wir mal. Können wir damit irgendwas machen? Also, wenn dann nicht jetzt, würde ich behaupten. Hier lang geht noch ein Weg. Da oben sieht es auch aus, als ob da ein Weg lang geht. Jetzt sind wir rausgegangen. Jetzt sind wir natürlich den richtigen Weg gegangen. Ganz toll. Schau
schauen wir mal, was wir hier noch finden. Tatsache, ein Speicherpunkt. Was haben wir da jetzt für ein Viech? Achso, wieder nur ein Soldat. So. Gleiches Ding. Erstmal alles drawn, was wir drawn können. Und dann können wir einmal eine Runde angreifen wieder. Und damit sollte dann die Sache hier auch gegessen sein. So, schön. Jetzt einmal hier abspeichern. Ich glaube immer so, dieses Abspeichern kommt immer genau dann, wenn man es am nötigsten hat. Das ist nebenbei so eine Sache, die jetzt beim Final Fantasy VII Remake auch noch gemacht wurde. Dass man... Also die Stellen, an denen man abspeichert, sind auch... Nanu? Ha! Oh, na toll. Das kommt davon, wenn du alles wie ein Kleinkind anfasst. Du solltest nicht immer so herumzappeln. Ist doch nicht so wild. Seid mir dankbar, schließlich sind wir dem Gegner losgeworden. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gott, ich bin genial. Welche zwei Fliegen? Frag mich nicht. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Vita-Draw-Punkt, das ist gut. So. Kann es sein, dass das hier, dass das im Grunde eigentlich nur ein Gang ist, der im Kreis führt? Oder auch nicht? Hm. Hätte ja klappen können. So, draw. Draw. Und draw. Wir haben die ganze Zeit schon Blitz gedrawt, dann sollten wir jetzt auch mal Vita drawn. So, ruf mal mit drauf. So, hey, wir haben jetzt 100 Siege erreicht. So, die Frage ist, muss ich hier runter? Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher, aber irgendwie will ich da runter. Oh, was bist du denn? Ein Hinterhalt. I. So. Ah, hier können wir was drawn, was wir noch nicht haben. Das machen wir dann mal auch. Anti-Z, okay. Was auch immer Anti-Z ist, aber wir haben es jetzt. Ach, Zuber. Zauber. Zuber, genau. Anti-Zuber. Vielleicht. Also wir sollten auf jeden Fall trotzdem lieber so ein bisschen auf Vorsicht gehen. Man sieht schon, der hält, glaube ich, mehr aus als der letzte Dude, als die normalen Soldaten. Ja, viel, viel mehr. Besiegt. Und das, obwohl hier schon öfter mal gekrittet wurde. Was macht er jetzt? Jetzt macht er hier so, wie spielt er Achterbahn, Krake.
Reflektorstrahl. Okay. Au. Tut sogar weh. Na komm. Langsam muss hier aber auch Schluss sein. Irgendwie will ich jetzt gar nicht mehr runter. Yay! Wenn ich das Gefühl habe, dass die Gegner da unten echt doof sind. Zaubersplitter 4 Stück, das ist schon mal was. 3 AP für die GFs. Aber die Neugier, die Neugier. Was ist hier unten? Vor allem, wie viele sind hier unten? Ugh. Chance auf Erstschlag. Das ist schon mal was Gutes. Ron, der hat hier noch was Neues. So, einmal hier Analyse. Oh, Protest, das ist gut. Jetzt können wir mal kurz gucken, was das hier für einer ist. So. 860 Lebenspunkte, das ist schon mal mies. Eine misslungene Waffe aus Estar. Sie greift jeden wahllos an, mit dem Disionator löscht sie den Gegner einfach aus. Oh. Das klingt aber nicht sehr freundlich. Ich glaube, dann sind wir hier mal raus. Trotz allem, was haben wir hier? Was ist das? Zwei Lunden und ein roter und ein blauer Schalter? Ein Auslöser für Dynamit, Dynamit vielleicht. Aha. Die blaue kürzere Lunte ist für den Fels hier und die lange rote für den Fels irgendwo hinten, da hinten, oder? Hey, Laguna, willst du etwa Sprengsätze zünden, von denen du nicht einmal die Menge weißt? Das passt schon. Wenn wir, wenn hier der Zünder liegt, heißt es, dass wir hier in Sicherheit sind, gelle? Mag ja sein. So. Was mache ich jetzt? Blauen Schalter betätigen, roten Schalter betätigen. Nehmen wir lieber den blauen. Gleich kommt die Explosion. Nicht sie weg hier. Ha? Ah, hier sind wir. Oh. Es war leiser, als ich es mir vorgestellt hatte. War das schon die Explosion? Hm. Habe ich euch nicht gesagt, hier wird, hier sind wir sicher? Jetzt möchte ich doch den anderen. Auch nochmal den roten. Ist der Schalter defekt? Nein, das liegt an der Lunte. Die Lunte ist im Arsch, weil der große Fels hinübergerollt ist. Ach, scheiße. Hätte ich doch erstmal die blaue genommen. Dann hätten wir hier jetzt wahrscheinlich auch irgendwas gemacht oder machen können. Das nervt mich jetzt. Aber egal. Dafür, glaube ich, sind wir hier gleich alle durch. Also alle Gänge. Wenigstens eine tolle Nachricht. Wir bekommen noch mal ein bisschen Stuff, wenigstens etwas. Aber ja, wir haben uns hier eine wunderschöne Sackgasse gebaut.
ganz toll. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Theoretisch könnte ich jetzt nochmal neu laden und dann hier den ganzen Kram nochmal machen. Aber nachdem ich den nicht bewegen konnte, dachte ich an dieser Stelle auch, okay, dann wird wahrscheinlich der große Felsen den kleinen Felsen einfach umstoßen und dann ist alles gut. Also von daher versuche ich mich jetzt ein bisschen mit der Sache bei der Sache rauszureden. Dann wollen wir nochmal hier ein paar Angriffe starten und dann ist gut. Vor allem freue ich mich deswegen, weil Diabolos auf diese Art und Weise vielleicht ein bisschen Power-Up bekommt. Und gerade bei Diabolos finde ich das wichtig, weil der nämlich diese Diebesangriff-Dinger macht. Wenn ich die 200 AP zusammenbekomme. Aber wir sind hier noch relativ am Anfang vom Spiel, glaube ich. Von daher ist das... Okay, ich habe da so eine Idee, was euch angeht. Und zwar... wo ist er denn? Drawst du bei dem Shell? Du... Draws bei dem ebenfalls Shell und du... Ach shit, ja. Ja komm, du draws ebenfalls Shell und... So, jetzt darf Kyros mit Diabolos anfangen. Während wir versuchen auf den Großen hier einzuhacken. So, und komm, Diabolos. Habe ich hier eigentlich auch das Kübel zum Teil geschaltet? Nee, habe ich nicht. Na gut. Ah, doch. Wait. Hatte ich Diabolos? Oder Diablo, haben wir es nicht auch gehabt? Ich bin mir irgendwie gar nicht so sicher gerade. Ich bin verwirrt. Toll. Ich habe mit mehr gerechnet. Na dann darf hier jetzt jeder einfach mal eine Guardian Forces ziehen. Ist mir sicherer, als wenn die irgendwie einer nach dem anderen drauf geht. So, und Schier, Schier, Schier. Jubel, Jubel, Jubel. X drücken. Und da geht noch was. Sag ich doch. Oh, kriegt man schon vom Zusehen einen Schuppen Frost. Hey. Alle drei mit einem Streich. So muss das. Da, da, da. Vor allem frage ich mich 4 AP. Das ist mir nämlich tatsächlich das Wichtigste. Dass meine Freunde hier AP bekommen. So. Speichern können wir hier auch. Aber ich würde sagen, wir nutzen erstmal Abortions. Oh, vor allem Kyros sah nicht mehr ganz so frisch aus. Und speichern hier einmal kurz ab. Subi. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Final Fantasy 8.
mit unseren kleinen Freunden hier. Bis gleich bald demnächst.